Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play. Ja gut, neuen Let's Play kann man ja jetzt eigentlich nicht sagen. Ja. Gut, wenn man bedenkt, was heute für ein Tag ist, brauche ich jetzt auch nicht lange rumtun und angekündigt ist es ja auch schon. Ja, nachdem wir jetzt mit den Custom Stories durch sind, geht's jetzt endlich los mit Amnesia Justine. Wie man hier vielleicht noch nicht so gut erkennen kann, denn hier steht gerade mal Good of you to come. This time it will be a trial of character. Was uns so viel sagen will wie gut, dass du kommst. Dieses Mal wird es ein geheimnisvoller Charakter sein oder sowas. Egal, wir spielen einfach mal weiter. Das heißt, wir spielen noch nicht sofort weiter, weil ich jetzt noch kurz die Stoppuhr starte. Was ich mal wieder vergessen habe am Anfang. Und dann geht's auch schon los. Weiterspielen! Behalte in deinen Gedanken. Der Tod ist endgültig. Nichts wird gespeichert. Ja, und das ist das Besondere an Justine. Ich habe es zwar noch nicht gespielt, weiß aber schon ein bisschen was drüber. Es ist so, in anderen Amnesia, im Hauptspiel oder auch in den Custom Stories, respawnt man ja, wenn man stirbt. Und wenn man in Justine stirbt, muss man einfach wieder komplett von vorne anfangen. Soll aber, soweit ich weiß, dafür nicht ganz so lang sein wie jetzt zum Beispiel die Hauptstory, die ja doch ganz schön lange geht. Komm, wach auf. Du musst weitergehen. Und da kommt wieder der sehr schicke Ladebildschirm. Hoffentlich sehen wir den diesmal nicht ganz so lang wie. Ah, da ist er auch schon weg und wir können unseren Spielstand auswählen. Und ich gucke mir mal ganz kurz hier an, wie sind wir denn beim Sound? Ich stelle mal auf 2, einfach weil ich es kann, oder sogar auf 3, einfach weil ich es immer noch kann. Ich kann es mir jetzt erlauben, denn ich nehme jetzt meine Stimme, nachdem ich Pokémon Smaragd jetzt aufgenommen hatte und der Ingame-Sound total laut war, nehme ich meine Stimme jetzt mit einem Extra-Programm auf und werde das dann einfach untereinander schieben. Das heißt, der Sound hier kann so laut sein, wie er will. Weil ich das hinterher sowieso noch bearbeite. Und wir beginnen ein neues Spiel. Ein neuer Ladebildschirm erwartet uns. Und da ist das Spiel abgeschmiert. Ich weiß nicht, ob Fraps jetzt noch weiter aufnimmt. Ich hoffe aber einfach mal, dass sich das gleich wieder fängt. Das ist nämlich gerade, als ich es gestartet habe, hat sich's auch kurz aufgehängt. Und ja, da geht's schon los. Fängt ja schon verheißungsvoll an. Ach, ich kann schon ein bisschen hin und her gucken. Tick-Tack, 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 Tick. Oh, Zombie! Guck weg, Mädel! Was willst du denn da oben gucken? Kann ich jetzt hier. Ah, nein! Nicht ohnmächtig werden! Was tust du denn? Oh, wieder zu viel gesoffen. Wo das RTL-Nachmittagsprogramm konsumiert, dann fühlt man sich auch so. So. Im Nische habe ich jetzt sehr viel eigentlich schon auf Vorrat gehabt. Deshalb muss ich mich erstmal wieder kurz in die Steuerung reinfinden, weil ich schon eine Weile nicht mehr gespielt habe. So. Was wir hier zu tun haben, ist ja relativ logisch. Kurbeln wir mal an der Kurbel. Bienvenue. You are now listening to the sound of my disembodied voice. It will serve you no purpose to look for me, for this is a voice from the past. I bid you welcome to my cabinet of perturbation. It is my study of the human psyche, specifically yours. A set of recordings have been prepared to chaperone you through the chambers ahead. There are a few parts to this study, and it is up to you, not only to pass, but to figure out what elements are important. Please go on. Move into the next chamber. Just remember, they can all be safe. There is always a way. Okay, das war schon gleich mal die nette Stimme einer freundlichen Dame, die uns den Weg leitet. Oh no, Laterne.
Und ja, was hat die so alles erzählt? Zum Beispiel, dass hier jetzt die Schnur abgerissen ist. Das ist ganz toll. Also, die hat uns halt erzählt, dass wir hier ein Studienobjekt sind. Und sie will wohl gucken, wie wir uns hier so machen. Ich kürze das jetzt sehr stark ab, einfach mal, weil viel Blabla dazwischen ist. Und ja, sie ist eine Stimme aus der Vergangenheit, deshalb brauchen wir gar nicht erst versuchen, sie zu finden. Moment, ich lasse nicht zu, solange ich rede. Hier kann man nicht ganz so munter durch die Gegend laufen, weil unser Tod ja endgültig ist. Und ja, und sie hat etwas gesagt von... Es gibt immer einen Weg, sie zu retten. Du kannst sie alle retten. Was es damit auf sich hat, weiß ich schon. Werde ich aber noch nicht verraten. Einfach, weil ich es kann. So, jetzt machen wir hier mal die Tür auf. Und ich schleich lieber mal ein bisschen. Ich weiß nicht, wo hier der erste Zombie wartet. Ich gehe. Unsere Zelle ist weg. Ach, nee. Okay. Ich... Oder? Hä? Was? Wie? Die war doch gerade noch... Dreht sich der Raum oder bin ich nur mit zu hektisch mit der Maus? Ich schätze mal letzteres. Haben wir denn Öl im Inventar? Nein. Das heißt, dass wir können die Laterne nicht wirklich benutzen. Wer schreit denn hier so? Okay. Jetzt ist Schluss mit lustig, jetzt geht hier die Horrorstimmung los. Stehen wir mal wieder auf, das kann es ja nicht angehen. So. Alles wabert. Achso, wir haben uns ganz kurz ziemlich männlich angehört. Guck dir mal kurz das Licht an, damit du dich wieder beruhigst. Und sie will sich wohl nicht beruhigen. Gut, dann beruhig dich halt nicht. Dann gerat doch in Panik, wenn es dir Spaß macht. Ich suche gerade irgendwie die Sprint-Taste und will sie nicht, das ist sprengen. Ich muss euch ganz kurz aus der Atmosphäre reißen. Ich habe die Steuerung nicht mehr im Kopf. Wo war denn das da? Tastenkonfiguration. Laufen. Habe ich doch gedrückt. Ich hab doch hier Shift gedrückt und... Ach, die rennt nicht schneller, okay. Ja, wenn das so ist, dann... Prost. Oder so. Okay, hier schon eine Abzweigung. Das heißt, wahrscheinlich von einer Richtung kommt ein Zombie und wir müssen in die andere laufen. Oh oh. Ich kann ihn nicht sehen. Ich kann seine Musik hören. Hm. Sieht ja nicht wirklich gemütlich aus. Der Zombie scheint wieder weg zu sein. Seine Musik ist nämlich verschwunden. Und das ist hier das reinste Labyrinth. Ich freue mich. Schauen wir erst nochmal. Ah. Moment, ich muss euch nochmal aus der Spannung reißen. Mir ist die Maus gerade etwas zu empfindlich. Sagen wir mal eins. Eins ist schön. Ist ja schön, wenn man sich in so einem Horrorspiel schnell umdrehen kann, aber das ist mir gerade etwas zu wild. Ah, Sackgasse, schön. Eine windige Sackgasse. Mit Mundgeruch. Warum können wir hier reingucken? Was ist hier? Können wir hier schon jemanden sehen? Irgendwas? Nein. Wege. Und da brennt Licht. Das ist kein gutes Zeichen. Das heißt, wir... Ah. Gehen da lang und finden eine zerbrochene Leiter. Ein Stück einer zerbrochenen Leiter.
glaube, ich habe eine Idee. Vielleicht klappt das ja schon. Nö, klappt nicht. Okay. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich habe keine Idee. Ich habe keinen Schimmer, was ich hier mache. So. Und ich will ehrlich gesagt die Tür hier nicht aufmachen. Das schreit ja gerade zu Tod. Da ist ja eine große Halle dahinter. Das muss mir doch keiner erzählen, dass da kein Zombie kommt. Und ich habe ja schon... Ach so. Ich war gerade nur zu blöd, die Tür zu öffnen. Oh, ich kann die blöden Zombies schon nicht leiden, wenn ich respawne, aber... Das spielt sich gleich nochmal ganz anders, wenn man weiß, dass ein Tod endgültig ist. So, ich lasse die Tür hier mal auf, um mir einen Fluchtweg offen zu halten. Die meisten machen die Türen ja hinter sich zu, damit nichts von hinten kommt. Aber mal ganz ehrlich, da war man doch schon. Wir haben doch schon gesehen, dass da nichts ist. Ich habe viel mehr Angst vor dem, was jetzt aus einer dieser Zellen kommt, als vor dem, was hier hinten passiert. Okay. Scheint es auch noch weiter zu gehen. Ich mache jetzt einfach mal Folgendes. So. Da kann jetzt keiner mehr raus. Oh, und Laudano. Das könnten wir direkt mal brauchen in so einer Challenge. Ich habe was gehört. Und ich glaube, ich habe was gesehen. Ein Fass. Okay, ich schätze mal, dass was passiert, sobald ich auf die andere Hälfte des Raums gehe. Ach, da geht's auch noch weiter. Ne, dann schauen wir uns erstmal hier drüben um. Hier, wo ich jetzt so schön barrikadiert habe, hier entbarrikadieren wir wieder. Schöne gemütliche Zelle. Das sieht mir doch nach einem sicheren Ort aus, wo wir uns vor einem Zombie verstecken können. Und achso, ich dachte, das... Oh oh, die Musik ändert sich. Das gefällt mir nicht. Nein, das gefällt mir gar nicht. Und was haben wir hier? Das ist aber lauter Ahnung. Welche Flaschen mit blauem Etikett? Halt, komm wieder her. Nein, wo rollst du hin? Schmeiß mir hier mal den Lattenrost um. Ist da was drin, wenn ich die kaputt mache? Nö. Oh, Geige. Oh, jetzt ein bisschen... Geige spielen, das beruhigt bestimmt. Es merkt bestimmt keiner, dass ich keine Ahnung habe, wie man Geige spielt. Kann man den. Ja, kann man auch. Dann spielen wir jetzt mal ein bisschen Sherlock Holmes-mäßig auf der Geige. Ah, ich fühle mich gleich viel besser. Das ändert sofort die komplette Musik. Ich sollte mir hier nicht den ganzen Müll in den Weg legen. Hier kann man nämlich super reinflüchten später, wenn die Zombies kommen. Und mir muss keiner erzählen, dass wenn man hier schon sterben kann, hier keine Zombies kommen. So, die Tür geht so auf. Das heißt, ich probiere jetzt mal, wenn ich ganz panisch vor einem Zombie flüchtend hier reinrenne, kann ich die Tür zumachen und dabei mit dem Fass verbarrikadieren, sodass ich dann auch nicht mehr rauskomme. Das ist super. Wenn ich panisch von einem Zombie wegrenne, habe ich eh keine Zeit mehr, das Fass mitzuziehen. Ich lege es mir also besser aus dem Weg so. Dann lassen wir hier jetzt offen. Machen dafür hier zu. Viel passiert ja nicht im ersten Part. Aber ich habe echt... Oh, ich habe so Angst, dass jetzt gleich irgendwas kommt und uns tötet. Weg mit dem blöden Fass. Ich habe schon wirklich schon genug Angst. Ich hab's gewusst.
Ich wusste es. Da ist auch schon die Musik. Ich will's gar nicht wissen. Ich guck gar nicht nach. Wir sehen sie am Schatten, wenn was kommt. Ich bin nicht da. Oh nein. Es ist eine Verwechslung. Ich bin ganz woanders. Direkt freundlich, dass der erst kommt, wenn man hier in die Zelle reingeht. Oh, bitte sei einer von denen, die sich auflösen. Bitte, bitte verschwinde. Bitte, 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 bitte. Oh, ich glaube, da habe ich ihn gesehen. Komischerweise habe ich das Gefühl, ich habe den Schatten hier durch die Wand noch gesehen. Aufgelöst, ist er verschwunden, ist er weg. Sehr gut, er ist weg. Ein neuer Plan. Oh Gott, das ist jetzt noch so ein französisches Englisch. Also, der 22. April, schätze ich mal, 1858. Salutation. Jetzt mal, das wird sowas wie Hallo heißen. Hallo, Inspektor Marot vom Syrien National. Da Sie ein sehr bekannter Chefinspektor in Calais. As you very well know. Ach so, wie Sie sehr gut wissen, der Chef der Polizei in Calais. Hat meine Anfrage. Has turned down by. Ich lese das mal erst kurz durch. As you very well know, has turned down. Ah, okay. Ich glaube, das kriegen wir jetzt hin. Also, wie Sie sehr gut wissen, hat der Chef der Polizei in Calais meine Anfrage abgelehnt, Justine Fleurbel. Justine Fleurbel, die meinen Sohn gestohlen hat. Pursue away, wegsperren oder sowas, schätze ich mal. Seit die Affäre begonnen hat, ist Alois, mein Sohn, hat seine Pflichten gegenüber der Familie vergessen und ist ein totaler Versager, was seine Karriere angeht. Seit die Gesetze scheinbar unfähig sind, die Kriminalität von Mademoiselle Justines Aktionen zu, also etwas gegen ihre kriminellen Tätigkeiten zu machen, frage ich nun Sie, Dr. Victor Fournier, später in dieser Woche. Werde ich Sie fragen, Sie bei Dr. Victor Fournier einweisen zu lassen, wahrscheinlich später diese Woche. Er ist ein sehr respektabler Alieniste. Hat wahrscheinlich was mit Aliens zu tun. Und ein Experte für die menschliche Psyche. Und er glaubt, dass er einen Weg gefunden hat, jemanden legal das hat wahrscheinlich was mit Gehirnwäsche zu tun, eine legale Gehirnwäsche zu verpassen. Wenn er in der Lage ist, eine Diagnose für sie als hysterisch, eine Diagnose zu stellen, die sie als hysterisch darstellt, wird er einen Vorwand haben, sie einzusperren. Ich vertraue Ihnen
und ihrer Agentur, dass sie uns nicht im Stich lassen. Cordialement, Lucien Ressin. Aha. Ja, wir sind ja, wie man am Titel des DLCs erkennen kann, Justine und als Hoppla. Diese sind wir wohl das Opfer krimineller Machenschaften geworden, die uns für eine Kriminelle halten. Und ach, da ist der Zombie lang. Sehr schön. Dann sperren wir hier gleich mal den Weg ab und machen dabei noch ein bisschen Lärm. Super Idee. Aber ich würde sagen, auch wenn jetzt noch nicht so viel passiert ist, das soll es für den ersten Part erstmal sein. Wir sehen uns dann im nächsten Video und ich wünsche euch noch viel Spaß. Den werde ich hier wahrscheinlich weniger haben. Aber ja, bis dann, euer Pagu.